Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der YouTuber-Insel. Und Leute, wir sind wieder weg am Start. Ihr seht es im Hintergrund. Die erste Folge im neuen Jahr, deswegen an erster Stelle erstmal frohes Neues an alle von euch. Ich hoffe, ihr hattet eine richtig geile Weihnachtszeit, habt die krassesten Geschenke überhaupt bekommen und keine Ahnung was. Ich denke mal, die meisten von euch haben es ja mitbekommen, Freunde. Ich habe mir echt am Ende vom Dezember komplett einmal eine Pause gegönnt. Bisschen Urlaub, Zeit mit der Familie, es kam ein paar Re-Uploads und. Das wird im Januar noch so ein bisschen weitergehen. Weil Real Talk, ihr kennt selber Dezember, Freunde, als YouTuber. Ich habe reingehasselt bis zum Kompletten geht nicht mehr. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, ich habe das erste Mal im Jahr nicht YouTuber-Insel gezockt. Ich habe wirklich jetzt einfach eine Woche lang war ich... Oh, Bruder. Ich war jetzt for real eine Woche lang nicht mehr auf der YouTuber-Insel. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich würde sagen, wir checken jetzt erstmal ab, ob hier noch alles in Ordnung ist, alles gut ist. Was ich nur mitbekommen habe, das End soll jetzt offen sein, Freunde. Deswegen, ich habe meine Elytra-Armee gegeben. Ich werde sofort losgehen. Und wir ziehen uns auf ganz easy jetzt ein paar Schalker-Chests und ein paar Elytren, Freunde. So, ich glaube, Armee sollte sogar auch irgendwo da sein, Freunde. Wir haben hier oben sogar an dem Rand von unserer Wasserkrieger-Base schon ein bisschen weiter gebaut. Wir haben hier den Plan, hier noch so ein paar Bäume zu pflanzen. Außenrum wollen wir generell noch so mit Leuchtstein arbeiten und das Ganze richtig geil hinbekommen. Und Bruder, Amir hat einfach seit der letzten Folge schon ein kleines Lagerhaus gebaut. Junge, diese Base wird so geisteskrank. Okay. Hat er hier schon irgendwas drin? Nee, ich glaube, Kisten sind noch alle komplett leer. Ich schreib mal ganz kurz. Amir, wo bist du? Und dann würde ich sagen, Freunde, treffen uns jetzt erstmal mit Amir. Er schreibt so, oh, Vibe. Junge, ich war Real Talk. Eine Woche nicht mehr da, ne? Bin in der Mitte. Ich habe halt Real Talk gar nicht mehr gezockt. Normalerweise, egal was war. Sogar als damals meine Tochter geworden ist. Keine Ahnung, YouTuber ist leise. Ich habe trotzdem abends gezockt. Freunde, jetzt über Weihnachten und keine Ahnung was. Ich habe gar nicht mehr gezockt. Kein bisschen. Okay, ein Schild. Candy, du kommst näher. Hä? Was geht denn jetzt ab? Und ich sehe schon, okay, Armie hat da hinten wieder alles repariert, was Ente kaputt gemacht hatte. Ich gehe mal kurz hoch zum Tempel, ob hier noch irgendwas ist. Nee, sieht alles relativ in Ordnung aus. Wir müssen ja erstmal einen kleinen Check-up hier machen. Nicht, dass hier wieder irgendjemand was gesprengt hat. Ich weiß, Alphastein ist auf jeden Fall auch noch da. Aber Freunde, so wie es aussieht, ist eigentlich echt nichts kaputt. Da oben ist er. Was geht's? Junge, ich war einfach eine Woche nicht mehr da. Was geht? Ah, keine Ahnung. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz was nachschauen. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Nicht reingucken. Oh, hast du die gefärbt? Ja, ja. Die habe ich natürlich gefärbt. Boah, Junge, Wasserkrieger-Style. Das sieht geil aus. Die sieht voll cool aus, oder? Unnormal, unnormal. Das ist ein hellblau, ne? Ja, guck dir die an. Zeig mal. Boah. Bro, guck dir die mal an. Warte, guck dir die mal an. Guck dir die mal an. Hä? Woher? Was schon im End? Guck dir die mal an. Was schon im End? LOL! Jo! Ne 2! Natürlich war ich in der Bro, sogar Vives Elytra. Oh mein Gott! Let's go! Warte mal, du hast mir das gegeben. Da ist irgendwas drin. Das ist von dir, glaube ich. Nee, nee, das ist nicht tot, ich gerade für dich kurz mitgeholt habe. Bro, was? Guck mal hier rein, guck mal da rein. Was? Woher? Ja, Bro, wie viele? Ey, warte, kann ich mir ein paar holen? Weil ich gehe ins End. Ich will so 30, 40.000 Blöcke weit rausfliegen und so viele Elytra noch farmen. Ja, aber du musst erstmal zur Creeper-Farm ganz viel Schwarzpulver und so holen. Ja, mach ich, Bro. Easy. Ich hol mal kurz alle mit. Kriegst du alle wieder. Ganz easy. Warte. Ich will sogar mit dir fliegen gerade. Schau mal, ob du Schwarzpulver mit. Ja, hier. Let's go. Lass kurz die Creeper. Bro, das ist ja insane. Let's go. Digga, ist so krass. Alleine Schalker-Chest, Freunde. Für alle, die von euch das nicht raffen. Oh, warte. Danke. Für alle, die es nicht checken. Ja, ich mach gleich neue Dreier. Für alle, die es nicht checken. Ja. Mit einer Schalker-Chest. Bro, wir können alles machen. Ich kann das gesamte TNT. Also alles an Schwarzpulver kann ich jetzt einfach mitnehmen. Ja, und ich habe auch überlegt, sag ich jetzt, werde ich auch gleich machen. Warte, komm mit. Aber red weiter, ja? Ich gehe nur einmal zum Sand. Ich pack den Sand ein. Da können wir gleich direkt. Ja, okay. Bro, wir haben. Bruder. Wir haben mehr TNT als alles andere. Wir brauchen unbedingt Schwarzpulver mit Papier zusammen. Das ist ganz viele Raketen, Mann. Ja, ich habe alles angebaut, Bro, bei der Creeper-Farm. Papier, egal was. Ja, gut. Oh, Digga, das ist ja krank! Junge, wir haben so viel TNT, checkst du das? Ja, und danach können wir noch einmal noch mehr Schalker-Dinger. Oh mein Gott, Alter. Jetzt ist komplett vorbei. Vorher hatte ich ja die ganze Zeit nur so viel Schwarzpulver. Ah, ich muss dir noch was zeigen. Okay. Warte, ich platziere kurz einmal alles. Ey, Freunde, ich sag euch ehrlich, ich komplett vorbei. Wir müssen jemand hopp. Ja, Ent oder was noch? Wegen Base-Aktion? Nee, das sowieso, aber jetzt eine andere Sache. Warum? Ja, hat noch einer Stress gemacht? Ich weiß nicht, was einer nicht mal gedacht hat, aber komm mal. Warte, ich hol gerade noch Sand mit. Hä, hey, Freunde, wir müssen das ganze Sand mitholen, ne? Achso, was? Du willst das ganze Sand mitholen? Ja, unbedingt, nein, unbedingt. Ja. Warte, das kurz. Hier so ein kleines Lagerhaus am Bauen, ne? Ja, hab ich schon gesehen, Das sieht geil aus. Ja, komm mal drin. Aber da ist kein Sand drin, ne? Das ist noch hier in den Chests.
Ja, das muss man in den Chest überall drin sein. Warte. Ja, genau hier. Bro, lass es gerade echt noch mitnehmen. Da müssen wir nicht so viel hin und her carryen, weißt du? Dann können wir direkt TNT draus machen und fertig. Ja, hier ist sogar ein Dings drin, ne? Oder weißt du nicht, wie der Trick geht, um alles rüber zu holen? Nee, wie? Haben wir eine Schalker-Kiste? Gib mal, warte mal. War schon eine leere raus. Hier, hinter dir ist eine. Guck mal, du holst Sand, hebst so einen Linksklick, dass du eine Hand hast. Ja. Und dann Shift-Doppelklick auf einen anderen Sandblock. Auf einen anderen? Ja, du hast ja mehrere Bro, Stacks. Bro, oh mein Gott. Warum weiß ich das jetzt erst? Nach 10 Jahren YouTube-Insel. Ich hab's auch erst vor kurzem mal rausgeholt. Alter, what? Wie schlecht. Ey, das kann nicht wahr sein. Geil, oder? Ja, komplett. So, warte mal. Okay, warte, ich hol noch den Rest. Okay, so. Bro, das ist so krass. So. Okay, geil. Junge, ich hab so Bock, wieder YouTube-Insel zu spielen, ne? Ich hab jetzt echt so lang gar nichts mehr gemacht. Ich war bin da. So hart am Start, Digga. Wir werden jetzt so krass die Base und alles bauen. Ja, wir brauchen auch Leute, die Fläche hier in die Stadt langsam einziehen. Das wird gottlos. Wir brauchen neue Leute bei den Wasserkriegern. Ja, Freunde, wenn ihr eine Idee habt, schreibt mal in die Kommentare. Haben irgendwie, die sind ziemlich viele geworden, ne? Echt? Die Prank-Piraten? Mhm. Und wie viele sind das? Boah, keine Ahnung. Bestimmt sind so 4-5 Leute. Ja, okay, aber wahrscheinlich Banks. Wer ist da noch? Warte. Elina. Nee, das ist deine. Ey, was holst du meine Schalkerkiste ab? Ich will noch Sand reintun. Ach so, warte. Das eine mit nur einem Ding drin. Zack. Ja, okay, ich würde sagen, wir haben eigentlich genug da, oder? Ja, Bro, wir haben jetzt schon geisteskrank viel. Warte, ich packe mir alles ein. Okay, ein paar Raketen haben wir zum Fliegen. Dann würde ich sagen, ja, easy, oder? Creeper? Machen wir uns auf den Weg zur Creeper Farm. Ja. Aber das bleibt weiterhin geheim, Freunde. Auch wenn es jetzt voll weit weg ist, aber gerade wenn jetzt jeder Elytra hat, ist die Gefahr halt größer, dass man es findet. Deswegen, ich werde vom Weg her gar nicht zeigen, weil das ist unsere einzige Geheimwaffe. Und ja, Freunde, dann sehen wir uns gleich wieder und let's go. Okay, Freunde, ihr seht es im Hintergrund. Wir sind jetzt angekommen bei der Creeper Farm. Army ist gerade schon oben. Ich warte jetzt gerade noch hier unten bei den Feldern, um ein bisschen Zuckerrohr abzubauen. Das hat einfach gar nicht geladen, weil niemand hier irgendwie ansatzweise in der Nähe oder im Chunk war. So, wir bauen das mal ganz kurz ab. Denn, Freunde, ihr wisst ja selber, für Raketen braucht man einmal Papier, was wir ja aus 3 Zuckerrohr bekommen, und einmal schwarz Pulver. Arme ist jetzt gerade oben die ganze Zeit Creeper am Töten, damit wir noch ein bisschen Schwarzpulver bekommen. Denn wir brauchen echt eine ganze Menge. Alleine für das ganze TNT, was wir noch machen wollen und. Da müssen wir echt noch ein bisschen was sammeln. So, ich baue jetzt aber gerade einmal ab, denn ich brauche auch echt viele Raketen. Hä, ist das Arme? Nee, das ist ein Fisch. Aber Freunde, ich brauche echt eine ganze Menge Raketen, weil wenn wir wirklich ins End gehen, das Problem ist, ganz viele YouTuber waren jetzt schon im End und haben auch schon Elytrin gefarmt und keine Ahnung was. Das heißt, um überhaupt noch was zu finden, muss ich halt locker 30, 40.000 Blöcke oder so weit ins End rein. Aber genau das werden wir halt heute machen. Genau dafür brauchen wir halt Unmengen an Raketen. Aber sollten wir heute easy hinbekommen. So, ich baue jetzt einfach hier mal auf schnell alles ab. Zack, zack, zack. Hier sind die Displays. So, mitnehmen. Okay, normalerweise kann hier nichts runterfallen, weil ich hier extra sowas gebaut habe, dass der Boden quasi doppelt ist. Aber okay, Freunde, ein Stack haben wir schon mal am Start. Dann würde ich sagen, ich gehe mal ganz kurz zur Army hoch. Bro, es ist so geil. Das hier ist wirklich mit Abstand der sicherste Ort auf der YouTube-Insel. Den kennen wirklich nicht mal Flauschi war hier. Den kennt nur Amir und, hä? Moin. Moin, Mace. Den kennt nur Amir und Russak. Was denn? Hast du Zuckerrohr? Ja, aber leider nur ein Stack, Bro. Warte, ich gib's dir mal. Kannst ja schon mal weiterverarbeiten. Ich brauche halt echt, ne, wenn ich jetzt gleich ins End gehe, voll viel Schwarz. Oh, okay, Bro, hier ist noch richtig viel Schwarzpulver. Okay, wir haben noch eine Menge. Die Creeper Farm, die wirft ja auch ein Stack nach dem anderen in ganz kurzer Zeit ab. Ja. Okay, nice. Ja. Warte, ich mache mir kurz eine Schalker voll. Ja. Okay, es reicht. Oha, sogar Level 3 alle. Okay, das ist strong. Das ist strong. Level 3, oder? Ja, safe. Wobei Level 1 ist auch geil. Wenn wir Dias farmen oder so in Höhlen, ist Level 1 strong. Hast du gerade eine Ender Chest? Weil meine ist weg irgendwie. Ja, hab ich meine dabei. Killer. Aber das war sogar meine, oder nicht? Nein. Sicher? Digga, ich habe 5 Stück gemacht und du hast mir immer eine geklaut irgendwo. Kann mich nicht dran erinnern, Digga. Ja. So, ich baue mal ganz kurz in der Zeit noch Dias von mir ab. Ich habe einfach noch 55 Blöcke. Ja, hier, die habe ich irgendwann mal gesammelt oder gefarmt. Ich mache mal kurz Dias raus. Ja, aber auch schon abruhig. Aber doch kein Glück drauf. Ne, dann hör auf! Ah. Bro, Digga, du hast gerade Angst gemacht. Junge! Prank! Erster Prank 2024! Weil Real Talk, die habe ich echt mit Elytra gefarmt, in Höhlen und so. Du kannst halt easy durch große Höhlen einfach durch, ne? Ja. Ist halt voll nice. Wie viel hast du rausbekommen? 70. Okay, geil. Ich habe auch noch ein Stack. Also 2 Stacks. So, dann machen wir daraus gerade noch Blöcke.
tun die direkt in meine Ender-Chest rein. Ich will jetzt auch heute keine krasse Farmfolge oder so machen. So, wir brauchen nämlich echt gerade nur ein paar von den Dingens. So, ey, Bro, ich ziehe auch gleich direkt weiter, ne? Damit ich ins End noch komme. Ja, ich muss auch gleich weiterziehen. Weil ich muss dir noch was zeigen. Ein paar Raketen muss ich gerade noch mitnehmen. Warte, ich glaube, ich habe noch welche. Was wolltest du mir eben zeigen? Ja, dafür müssen wir wieder zurück zu unserer Base, leider. Ja, können wir machen. Ich muss ja eh noch. Ich muss noch eine Papierladung nochmal ganz kurz holen. Ja, ja, geil. Okay. Okay, Freunde, der Arme das macht, killen wir nochmal gerade ein paar Creeper. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder ins End. Junge, ich bin komplett geil. Beim letzten Mal wurde ich ja gefühlt gebannt dafür. Aber seit dem 1.1., Freunde, ist das End ja quasi offiziell offen. Das heißt, jeder kann da einfach rein. Ich glaube generell, der Admin hatte keinen Bock mehr, weil irgendwie trotzdem jeder reingegangen ist. Warum auch immer, Freunde. Max war ja dann auch noch drin und so. Also keine Ahnung. Das war ja auch voll die komische Geschichte am Ende. Aber ist mir auch egal. Wir werden heute reingehen und noch ein paar Elytren farmen. Weil es gibt tatsächlich immer noch viele Spieler, die keine Elytra haben. Und ich glaube, damit können wir noch so ein bisschen was an Geld verdienen, wenn wir die Dinger halt einfach verkaufen. So, zack, zack, zack. Warte mal. Ich hatte noch irgendwo, könnte ich schwören, hatte ich noch Raketen, Freunde. Ich weiß gerade echt nicht wo, ne? So, lass ich mal alles hier. Zack, zack. Okay, Totems holen wir auf jeden Fall mit. Da ganz, ganz wichtig. Noch ein paar XP-Flächen zu traden, ne? Brauche ich nicht, Bro. Ich habe doch 1000 Elytra. Oder hol dir Bücher mit und Amboss, dass du immer wieder direkt Haltbarkeit 3 und so geben kannst. Naja, okay, das macht Sinn. Da, wir müssen einmal zur Geheimbase. Das passt. Da wollte ich sowieso mit dir hin. Okay. Dann würde ich sagen, hast du noch Papier bekommen? Ja, ich hab dir doch da ein paar Stacks hingeschmissen. Ach so, oh. Ja, ich kann nicht genau. Also nur zwei Stacks. Danke, danke. Ja, sollte passen. Ja, Bro, wenn nicht, sterbe ich halt im Ende, so. Ja, das ist schlimm. Gut. Zack, okay. Ich hol mal ein bisschen Schwarzpulver mit, damit ich zu Hause, ich hab zu Hause auch viel Zuckerrohr, dass ich Raketen machen kann. Ja, mach mal. Ich baue mal meine Ender-Chest hier ab, ne? Nein. Alles warte, gut, ich hab's schon wieder eingepackt. Bro, ich mach mich da mal wieder auf den Weg zu unserer Geheimbase, ne? Du bist, warte, ich muss mitkommen. Okay, okay. Hier oben ist noch Schwarzpulver, wenn du brauchst. Ja, ich hab doch genug. Okay, okay. So, Freunde, Elytra wieder anziehen. Und, oh, wichtig, Totem reinmachen. Hab ich vergessen. Dann würde ich sagen, wir machen wieder Cut, ne? Und dann sehen wir uns gleich wieder, Freunde. Let's go. Okay, Freunde, ihr seht's wieder Grund. Wir sind jetzt wieder in der geheimen Base, beziehungsweise in der Wasserkrieger-Base. Hallo? So. Bro, ich hab gehört, wir leaken heute, wo die ist, oder was? Komm mit. Also, ehrlich gesagt, ich hab's eh schon geleakt in dem Video, Bro. Ja, ich weiß ich. Junge, jeder hat's in die Kommentare geschrieben und ich musste ihm antworten. Ja. Bro, das stimmt gar nicht. Aber es stimmt, denn, Freunde, unsere Geheimbase, ich zeig's doch gerade einmal für euch, das hier ist ja die Wasserkrieger-Base und wir haben direkt am Anfang als schlau mitgedacht und hier hatten wir genau auch im Meer unsere Geheimbase und genau hier haben wir einfach die Wasserkrieger-Base gebaut, deswegen hier ist der Eingang. Der ist immer offen und für jeden zugänglich. Hier war immer so ein Wasserding, wo man einfach nur rein konnte. So, komm runter. Ich habe keinen Dreizack, chill. Ups, Junge, ich sag doch sogar chill. Voll Junge, du bist so ein 31er, wirklich. Junge, ich will schlag dich. Weil ich doch mal. Aua. Hey, Junge, Junge, so, let's go. Zack, Helligkeitsmodus aus. So. Liebe Wasserkrieger, es tut mir leid, dass ich was bei euch ausgeborgt habe. Hier eine kleine Wiedergutmachung. Hä? Meine Sachen? Mhm. Hä, aber wer? Hä, Bro, wer? Es wusste doch keiner, wo unsere Base ist. Finski ist im Livestream hier reingelaufen, hat sich Sachen geholt. Finski? Ja. Hä, aber hat er sich nur meine Schaufel ausgeliehen oder was? Keine Ahnung, ich weiß selber nicht. Ja, Digga, dass allein hier reingegangen ist und ich glaube auch Emeralds haben gefehlt und so. Bro, als ob er hier reingeht und irgendwas klaut. Hä, wie lost? Hier, hol dir die mal mit, by the way, die Ender Chest. Bro, ja, Real Talk? Ist der echt bei uns reingegangen einfach? Ja. Ja, Bro, der kriegt der Rache ganz einfach. Ja, ja, ich habe eh vor, jetzt in der heutigen Folge, hier Sachen mitzuholen. Naja, umziehen und sowas schon gesagt. Ja, ja, ja. Ist aber auch wichtig. Oh. Das Ding ist, das hier ist halt der offizielle Keller der Wasserkrieger, Freunde. Hier ist eh nichts mehr so krass Seltenes drinne gewesen. Müssen wir auch ehrlich sagen, klar, ein paar Tränke und so, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Chaos Flo, der Nagel neu auf dem Server ist, hier reinkommt, sind hier schon ein paar gute Sachen. Guck mal, hier ist noch deine Netherite-Axt sogar. In der untersten Chest. Oh, die hab ich übergesucht. Aber so generell sind hier gar nicht mehr so krasse Sachen. Aber trotzdem, Bro, dass der hier einfach reingeht. Ah, mir ist Bohrer unten links. Guck mal, Netherite Pickaxe sogar. Junge, was hast du hier? Die hab ich auch übergesucht. Das war meine Glücksspielsack, die ich übergesucht hab. Digga. Okay, okay. Na gut, hab ich auch viel. Bro, aber warum bricht der einfach ein? Keine das macht Ahnung. Gar keinen Sinn. Eins. Erst recht, wir haben mit Finski kein Beef und nichts. Bro, egal wann, ich hab ihm immer geholfen. Ja, aber dass er einfach reingeht und klaut, das gefällt mir nicht. Okay, echt weird. Den Keller können wir hier lassen, aber ich werde bereit machen, weil ich muss einen Bunker bauen. Das geht ja, so nicht Mann. Weiter. Ey, wir brauchen echt alleine, um das ganze TNT und sowas zu lagern. Weil jetzt werden wir echt nochmal eine Schippe drauflegen. Da brauchen wir irgendwie echt was ganz, ganz Sicheres. Bro, gehst du mit ins End oder? Weil sonst ziehe ich jetzt erstmal ab. Nee. Weißt du, was End ist? Kannst du mir gerade Cordis nochmal schicken?
Ja. Ich glaube nur noch ganz grob, aber easy. Oh mein Gott, ich muss gar keinen Cut machen. Ich kann jetzt einfach rausgehen hier. Oh, ich bin nochmal weg, ne? Dann, ey, aber Bro, echt schon mal vielen, vielen Dank für die Elytras und so, ne? Wirklich, Kuss geht raus, Bro. Ciao, ciao. Ciao. Okay, Freunde, da würde ich sagen, machen wir uns langsam auf den Weg. Einfach legal ins End. Ich muss keine Angst haben. Wir können jetzt einfach eine Elytra farmen, Drachenköpfe farmen. Junge, wir können da so viel farmen. Ich weiß nur eins, es war, glaube ich, irgendwie hier in die Richtung. So, ich guck nochmal schnell. Ami hat mir gerade geschrieben. 1180 und 995. Okay, ist doch nicht die Richtung. Die Meta bei Feuerwerksraketen ist ja immer nach oben fliegen und dann runter gleiten. Die meisten spammen aber die ganze Zeit nur. Und ich halt zum Beispiel auch. Deswegen muss ich da jetzt echt mal ein bisschen chilliger machen. So, Wassertempel, dies, das. Drehen wir ein bisschen nach links. So, ich glaube, die einen Koordinaten haben wir schon. 995, perfekt. Klein bisschen nach rechts und 1185. Da haben wir es doch, Freunde. Hier sind die Floße, hier waren wir schon ein paar Mal. Warte mal. Geht's hier auch irgendwo runter? Ich weiß gar nicht, ich guck mal, haben die hier irgendwo einen Eingang gebaut? Ja, hier wahrscheinlich, ne? Ja. Safe call. Ich warte, wenn man den abmacht, kann man runtergehen. Nee? Ah, da unten. Okay, da haben wir es. Und hier war auch das Loch. Ja. So. Hä? Das sieht ja ganz anders aus. Hä, ist das hier das End, Freunde? Oder bin ich gerade komplett lost? Okay, hier sind Betten. Tippen wir mal eins an für den Wiedereinstiegspunkt. Ey, nicht, dass jetzt irgendwer... Wenn da jetzt irgendjemand was getrappt hat und ich sterbe, dann raste ich komplett aus, ne? Ich mach generell mal kurz... Ah, Rüstung lassen wir an. Wenn ich sterbe, dann ist es so. Aber okay, Freunde, ich würde sagen, wir labern nicht lang drum herum. Wir gehen rein ins End und let's go. Boah, Bro! Digga! Und das sogar komplett legal. Ich darf es einfach. Boah, Junge, das erweiterte End. Okay, das haben wir ja auch noch nicht gesehen, Freunde. Ihr wisst es ja selber. Hier oben war ich generell noch nicht. Oh, Transit, Bro. Ich bin im erweiterten End. Und wir gehen jetzt straight up komplett rein, Freunde. Ich würde sagen, ich fliege jetzt echt erstmal tausende Blöcke weit weg. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die erste Ender City gefunden habe. Die wird wahrscheinlich schon gelootet sein, die erste. Aber egal. Ich fliege jetzt einfach los. Und ziehe jetzt komplett durch. Okay, ich darf nicht zu hoch, sonst rendert nichts mehr. Weil wenn ich daran noch sterben sollte, Freunde, dann raste ich komplett aus. Aber das kann ja immer passieren, wenn auf einmal nichts mehr rendert, weil wir so weit geflogen sind. Und der Boden quasi nicht mehr da ist und ich runterfalle und sterbe. Das wäre komplett los. Aber Freunde, das wird schon passen. Wir ziehen jetzt hier erstmal durch. Junge, das sind so krasse YouTube-Insel 1-Feelings von damals. Ich weiß nicht, ob ihr damals dabei wart. Guck mal, hier haben die Leute schon überall gebaut und so. Wir waren ja teilweise, weiß ich nicht, 5-6 Stunden oder so im End. Ich bin ja 50.000, 60.000 Blöcke weit weggeflogen, nur um irgendwo noch eine Elytra zu finden. Und Freunde, wir sind einfach wieder back, was soll ich sagen. Oh mein Gott, es ist zu geil, wirklich. Es ist zu geil. Und im Notfall mit den ganzen Schalker-Chests können wir uns sogar einfach easy selber umbringen und spawnen wieder ganz normal da. Einfach nur Schmacker, Freunde. Aber gut, wir sehen uns gleich wieder und let's go. Okay, Freunde, die erste... Hä? Haben wir noch gefunden? Bro, hier war noch keiner. Als ob! Direkt die allererste! Bro! Junge, niemals im Leben. Okay, die müssen wir einmal jetzt töten. Immer wenn sie aufgeht, kriegt die einen Hit. Warum auch immer, Freunde. Ich weiß nicht, was sie hier eingestellt haben. Aber dass die uns nicht angreifen. Ich habe wirklich keinen Plan. Okay, Smaragde brauchen wir nicht. Haben wir irgendwas Besonderes dabei? Nee, brauchen wir auch nicht. Die Elytra schmeckt aber mal ganz anders. Die nehmen wir mit, Freunde. Dann würde ich sagen, hier ein paar Blöcke holen wir gerade auch noch mit. Einfach locker flockig. Und damit bauen wir dann hier vorne noch einmal schnell den Drachenkopf ab, Leute. Ey, das ist eigentlich auch immer so eine Tortur gewesen, den abzubauen. Aber jetzt gar kein Problem. Wenn diese Ender-Chests eigentlich angreifen, easy. So. Und einmal abbauen. Bam. Bro. Let's go. Junge, ich bin seit 2 Minuten im End und wir haben die erste Elytra gefunden. Wie krank. Okay, zack. Und zack, Freunde. Den Rest werfen wir gerade mal erstmal wieder weg. Brauchen wir nicht. Aber ja, die erste Elytra steht. Okay, bevor wir jetzt abzischen, töten oder holen wir jetzt mal ganz kurz noch hier oben die, die weiteren davon. Oh, die tippen sich ja immer, ne? Wo ist sie? Die kleben meistens irgendwo am Rand oder so. Was ist hier drin? Normalerweise hier sind immer direkt Heilungstränke drin. Ja, okay, hier draußen ist sie auch. Zack. Easy peasy. Hat aber nichts getroppt. Bro, trotz Plünderung, 3 Schwert. Was ist denn da los? Egal, Freunde, wir gehen hier oben rein. Alleine auch Ender-Chests bekommen wir hier so viele. So, gönnt euch mal hier. Zack, zack, zack. Hier gehen wir mal kurz rein.
holen mal alles mit. Das ist normalerweise wirklich der größte Krampf. Ich weiß auch nicht, warum das nicht funktioniert. Also das finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen wack. Es macht schon mehr Spaß, wenn man die ganzen Sachen hier auch wirklich erobern muss quasi. So, Schalker, zack. Wir brauchen immer zwei Stück davon. Wir haben uns gerade mal ein paar Blöcke bauen, das bisschen nach oben. Auch Enderstäbe. Junge, die holen wir auch sowas von mit. Da können wir auch so geile Beleuchtung mitmachen. Bro, es ist insane, wirklich. Es ist insane. Und zack, Freunde. Ich glaube, so sollten wir einmal alles geklärt haben. Und ich würde sagen, dann gehen wir noch einmal gerade oben rein. Warte, hier müsste auch noch was sein. Guten Tag. Also irgendwo ist hier eigentlich immer eine Enderchest, Freunde. Irgendwo ist hier immer eine Enderchest. Ich glaube, da unten in dem Hauptding. Warte, wir gehen da mal rein. Ich muss halt wirklich gerade die ganzen Dinger mitnehmen. Ist halt sehr, sehr wichtig. Wegen den Schalker-Sachen. Da hinten ist er. Okay, let's go. Jetzt kriegen wir noch Enderchest. Bis zum geht nicht mehr, Junge. Ist so geil. Digga, ich fühl's ja mal ganz anders. Ich habe auch eben im Livestream schon gesehen, Sue ist einfach gestorben, Junge, im End. So, zack, alles mal reinpacken hier. Wir haben schon 9 Stück. Das sind 10 neue Schalker-Chests gleich. Hier habe ich auch noch reingehört. Hier waren wir doch eben. Ja, okay, wir gehen mal wieder runter. Ich sage, wir gehen auch gerade einmal ganz unten rein. Hier sollte kein cooler Loot sein, aber Schalker-Chests, 2 Stück sogar. Die sind eigentlich normalerweise immer ganz am Anfang. Und tschüss. Direkt 2 mitgelootet. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, die erste Ender City. Wir haben sie durchgelootet. Elytra, Drachenkopf, richtig viele Schalker-Schalen. Bro, besser geht's gar nicht. Und das nach 2 Sekunden oder so. Hier sind noch irgendwo ein paar Schalker-Chests, aber ist ja auch egal. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein paar andere Städte suchen, Freunde. Ich sag euch ehrlich, bevor ich hier nicht mindestens 3, 4, 5 Elytren habe, werde ich hier nicht rausgehen aus dem End. Deswegen ja, Freunde, wir verlieren keine Zeit und gehen direkt weiter zur nächsten Stadt. Abfahrt. Und oh mein Gott, Freunde, direkt die nächste. Junge, nach 2 Minuten oder so. Okay, keiner hat sie hochgebaut. Schalker-Chest noch da und Drachenkopf noch da. Das heißt, die Elytra auch. Bruder, was geht denn hier ab? Ich schwör's euch, meine Rohaufnahme dauert gerade 18 Minuten. So, danke. Einmal kurz mal mitnehmen hier den Bruder. Was haben wir hier noch drin? Schutz 3, nothing special. So, die holen wir jetzt auch noch mit. Freunde, das ist halt insane. Ich muss halt ehrlich sagen, ohne Army wäre das nicht möglich gewesen. Können wir auch einfach abbauen. Hätte Army halt nicht seine Elytra ergeben, Freunde, wird das halt 10 Jahre länger dauern. Aber er hat sie mir gegeben. Also daher easy. So, Ender Chest direkt mitnehmen. Moje. Okay, alle wieder mitnehmen hier. So sieht's, by the way, ohne Helligkeitsmod aus, Freunde. Nicht wundern, deswegen habe ich die ganze Zeit auch an. So, auf easy peasy. Lemon squeezy. So, mitnehmen. Ich würde sagen, generell, ich packe die Sachen da schon mal rein. Warte mal. Zack, zack. Die wir jetzt gefarmt haben. 2 davon. Auch die ganzen Schalker-Sachen packen wir da mal rein. Die Dias, die Drachenköpfe. Alles, was hier noch so am Rumfliegen ist. Enderstäbe und Abfahrt. Und die packen wir immer da rein, dass ich irgendwie ins Nirgendwo falle oder keine Ahnung was, dass die Sachen immer safe sind. Komm, Armee wird mich auch umbringen, wenn ich das nicht mache. So, schön alles mitnehmen. Ein paar Blöcke an sich sind eigentlich immer schlau, die holen wir jetzt mal weiter mit. Die Ender Chest holen wir auch mit. Und ich würde sagen, dann ziehen wir uns noch ein paar Schalker-Boxen. Zack, ja damit. Ah, Freunde, ich fühle das gerade so sehr, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Alleine Schalker-Chest, Bro, die verändern alles. Hör, einfach noch eine? Okay, eine doppelte, das ist geil. Die nehmen wir aber gerne auch noch mit. Alles mitnehmen, Junge, alles mitnehmen. Jede einzelne zählt. Wo ist sie? Wo hat die sich hintippelt? Ich finde sie nicht. Keine Ahnung, wo die hin ist. Egal, machen wir hier weiter. Denn, Freunde, hier ganz unten am Eingang müssen wieder 2 sein. Ja. Wo ist die andere hin? Da. Zack. Bro, es geht so schnell. Ich komme nicht auf mein Leben klar. Bro, das ist ja insane. Junge, ich höre sie die ganze Zeit, aber wo ist sie denn? Das ist nicht die vom Anfang. Das gibt es hier generell nicht. Die ganze Stadt ist ein bisschen anders aufgebaut. Aber ja, Freunde, ich verliere keine Zeit. Bevor ich jetzt hier die einzelnen Kisten suche, ich gehe direkt weiter zur nächsten City. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Lasst auf jeden Fall wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da, Freunde, wenn ihr Bock habt auf mehr Folgen von der YouTuber-Ansicht. Ich werde aber jetzt wieder ein bisschen aktiver sein. Ganz, ganz wichtige Info an euch. Aber im ganzen Januar kommen nur alle 2 Tage Videos. Ich werde wahrscheinlich nicht jeden Tag ein Video machen. Und jetzt auch nicht immer nur alle 2 Tage YouTuber-Ansicht. Weil, Freunde, ich sag euch ehrlich, ich mache aktuell echt noch so ein klein bisschen. Ja, was heißt Urlaub? Aber einfach ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen und so, weil echt die letzte Zeit, also halt generell mein letztes Jahr, hat echt reingehauen. Gerade was das ganze Zeitliche angeht. Deswegen, ja, Freunde, ich hoffe, ihr nehmt mir das Ganze nicht zu übel, aber ich werde auf jeden Fall aktiv am Start sein. Und wenn hier irgendwas passiert, dann bin ich auch daily am Zocken, glaubt mir. Uns nimmt keiner auseinander, wir werden Vollgas geben und die Wasserkicker gehen auf die 1, Junge, so ein Ding ist das. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, Freunde. Wir sehen uns morgen, haut rein und macht's gut, Leute. Ciao. Wow. Das sind
Zombie neben mir. Ey, ich baue mich in eine Base, Bro, was ist denn hier passiert? Ey, ich glaub, ich war schon mal hier. Auf gar keinen Fall darf ich Herzen verlieren. Als ich damals klein war, war das Leben einfach. Ganzen Tag nur Minecraft, ich konnte nicht verlieren. Mit Elytra und